Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Minecraft After Humans. Und in der letzten Folge hat mich der Regen echt so genervt, ich weiß auch nicht. Aber was willst du machen in Minecraft? Regnet es halt ab und zu mal und ich weiß leider nicht die Chat-Eingaben, um den wegzumachen. Müsste ich vielleicht mir mal raussuchen oder so, damit das nicht nochmal passiert. Ja, wir haben ja in der letzten Folge das Haus weitergebaut. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wenn ich mich das so angucke. Sieht schon ganz schön aus, außer da die Ecken, das kann sowieso weg. Und da die Ecken, ich weiß nicht, die würde ich auch gerne anders haben wollen, aber ja, ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht ganz zufrieden. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall noch die Decke reinbauen, damit wir da endlich mal so einen abgeschlossenen Raum haben und vielleicht auch mal Türen reinsetzen können, damit hier im Ernstfall mal keine Viecher reinkommen können. So. Ja, und wie ihr gesehen habt, wahrscheinlich schon in der letzten Folge, habe ich jetzt hier so eine kleine GIF gemacht, die so ein bisschen hinter mir agiert. Fand ich einfach schön. Hatte ich bei diesen Horrorspielen immer gemacht, so eine düstere kleine Waldlandschaft. Und ich dachte, bei Minecraft kann man dann wenigstens mal so eine kleine GIF da reinnehmen, dass das so, ja, ein bisschen Bewegung im Spiel ist. Sonst ist es ja immer voll langweilig hier und so sieht man wenigstens was. Und Monster haben wir sowieso selten, weil wir ja hier viel bauen. Und so haben wir ein paar Monster bei uns. So, ich überlege gerade, aus was wir den Boden machen. Und ich finde eigentlich, da die Hölzer hier alle so ein bisschen doof aussehen. Vielleicht noch, wa? Birkenstufen haben wir da drin. Könnte man vielleicht... Ja, Birken würde vielleicht ganz gut wirken, wa? Nehmen wir mal kurz mit, machen wir mal rein. Und dann habe ich überlegt, wo machen wir denn die Treppe hin überhaupt, um eine Etage höher zu kommen. Müssten wir ja auch hier hin machen. Und Leitern würde ich irgendwie doof finden. Und ich glaube, wir müssen richtige Blöcke nehmen durch die ganzen Lücken. Ich glaube, wir müssen Blöcke nehmen, ne? Aber dann sehe ich von draußen wieder das Ganze. Warte mal, holen wir uns mal lieber Blöcke. Wir müssen hier ein bisschen fuschen. Und ich muss dann sehen, dass wir die Bäume wieder gerade hinbekommen. Also in ganzen Blöcken. Ich glaube, ich brauche bestimmt 3 Stacks für das Dach. Damit wir da die Lücken nicht haben. Weil das wird bestimmt doof aussehen hier. So, als Dach finde ich das ganz okay. So ein bisschen Helligkeit drin. Im Grunde wäre fast ein dunkler Boden besser, oder? Das wirkt irgendwie voll doof gerade. Wie sehen denn die Fichtenbretter aus? So. Haben wir noch schöneres, dunkleres Holz? Ist mir irgendwie gerade zu hell. Hier hatten wir diese... Was hatten wir denn hier für ein Holz genommen? Großholzbretter. Haben wir davon noch was? So ein bisschen dunkler wäre im Grunde schön. Haben wir noch Großholzbretter hier? Dann schmeißen wir den Schrott mal wieder rein hier. Auch weg. Was haben wir denn noch alles bei? Erde haben wir noch bei. Haben wir bestimmt irgendwo. Können wir die auch schon? Nee. Die hat man im Kompletten rausgenommen. Ich brauche auch einen Schlüssel, dass wir hier mal die Sachen abschließen, damit die nicht immer rausgehen. So, das haben wir auch noch nicht drin. Wo packen wir denn sowas hin? Weiß nicht mal, wozu wir die brauchen. Kommen Sie hier rein erstmal. Hauptsache erstmal raus aus der Tasche. Was haben wir hier? Seelensand. Wir waren auf jeden Fall irgendwann mal im Nether. Seelensand würde ich dann zu Sand generell hinmachen, wa? So. Nein. Die können auch weg. Sollten wir uns vielleicht auch
Dings machen hier, wa? Und dann sparen wir ein bisschen Holz. Dann müssen wir sehen, dass wir die Lücken da anders geschlossen bekommen. Hallo? Komme ich hier nicht mehr durch? Bin ich zu dick geworden? So, fangen wir hier mal an. Ist ja fast schwarz, wenn ich das von hier sehe. Eine schwarze Decke. Mhm. Aber das wird viel besser als eine Telle, finde ich. Oder was sagt ihr? Sieht doch viel besser aus, oder? Auch wenn es ein bisschen düster jetzt ist, aber durch das Weiß unten finde ich das Dunkle besser als die Telle da oben. So meine Meinung. Aber ich habe ja eh nichts zu sagen. Und die Lücken müssen wir irgendwie wegkriegen. Die gefällt mir nicht. Und wenn ich das mit den Bäumen nicht hinkriege, dann muss ich das halt aus Carpenter-Blöcken weiterbauen. Ich denke mal, das wird auch der Grund sein, warum wir hier unten alles mit Carpenter-Blöcken gebaut haben und da oben, dass wir die Lücken nicht haben. Weil hier haben wir immer Lücken drin. Voll doof. Wenn ich da hinklicke, warum kommst du denn da? Böser Block. So, machen wir das hier mal so schön zu. Und dann müssen wir nur sehen, wie wir hochkommen. Das ist noch so eine Sache, die ich noch nicht weiß, wie wir das machen. Aber da wird uns bestimmt noch was einfallen. Obwohl ich das schade finden würde, diesen Treppenaufgang hier wieder kaputt machen zu müssen. Die nehmen wir mal weg hier. Die passen dann da gar nicht hin. Na. So, wollen noch ein paar. War nicht mehr allzu viele. Die nehmen wir auch mal wieder weg hier. Das gefällt mir nicht. Das passt hier einfach nicht rein, bin ich der Meinung. So, als Holzsorte und als Boden finde ich es ganz schön, aber hier passt es einfach nicht rein. So, machen wir uns mal noch ein paar, wa? So, das sollte ja locker reichen. Du musst noch weg. Und du musst noch weg. Ja. Ja, wie machen wir den Aufgang hier? Den Raum schon mal zu. Bis auf diese Lücken da. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das umstellen kann. War das bei Grafikeinstellungen eigentlich nicht, oder? Ding, 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 ding. Details vielleicht? Am besten aus. Das ist nicht wahr. Drop Items. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Bei Qualität, aber wahrscheinlich nicht, oder? Falls ihr das wisst, wie ich die Bäume wieder in eckigen Format bekomme, wäre es schön, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreibt. Damit wir hier diese Ecken wegbekommen. Weil schön ist das nicht.
So, haben wir noch ein paar Carpenter-Blöcke bei, dann würde ich nämlich hier Carpenter-Türen machen. So, 1, 2 und 3. Wahrscheinlich haben wir irgendwo in der Kiste noch tausende von diesen Türen rumliegen. Bin ich ganz fest der Meinung. So. Dann haben wir hier den ersten halbwegs abgeschlossenen Raum. Entschuldigung. Das gefällt mir hier natürlich noch nicht so, aber wir haben wahrscheinlich nicht mehr genug Steine. Ne? Wir brauchen 4. Wie war denn Ziegel zu machen? Das war bestimmt mit diesem ganzen Lehm und Sand und Kies, wa? Ziegel. Ja. Und wie machen wir die? Mit Ton und... Davon haben wir doch ein paar, oder? Da krieg ich 4-mal Ton raus? Wo habe ich denn die ganzen Feuersteine hingeschmissen? Hier nicht. Hier hatten wir die komische Reise gesammelt. Hatte ich nicht irgendwo ganz viele Feuersteinchen rumliegen? Entschuldigung. Da habe ich Ton. So, wie war das weiter? Einfach nur braten. Aber hier einen Ofen haben wir. Komm, dann machen wir mal noch einen Ziegel. Und der Rest kann auch weiter durchbrennen. Wir brauchen bestimmt noch ganz viele Ziegelblöcke. Bin ich mal ganz fest der Meinung. So. Warum habe ich hier unten keine Werkbank mehr? Irgendwie habe ich mal aufgeräumt. Und dabei vergessen, dass ich bauen muss. Ab und zu mal. Wo ich das wahrscheinlich auch im Inventar hätte machen können. So. Der passt ja hier wohl nicht. Den nehmen wir auch gleich mal weg. So. Ja, mit den Lücken, das nervt mich gerade ein bisschen, aber gut, kann ich jetzt nicht ändern. Eine helle Tür. Na, die sieht ja besonders hübsch aus. Ich bin nicht überzeugt davon. Nicht wirklich. Na gut, machen wir trotzdem erstmal. So, ein bisschen unterschiedlich. Und die Sonne geht schon wieder unter und ich muss sagen, ich finde es richtig schön, hier aus dem Fenster zu gucken. Auf die Brücke. Alles ist schön im Licht. Gefällt mir gut. Aber wir gehen mal schlafen. Was haben wir eigentlich für eine Rüstung, dass wir so gut geschützt sind? Eisen. Gut geschützt. Mhm. Aber wir hatten auch diese komischen Flossen, ne? Da konnten wir so schön übers Wasser gehen. So, wie gehen wir denn jetzt hier hoch? Ich finde das Treppenhaus eigentlich fast zu geil, um das kaputt zu machen. Könnte jetzt hier eine Treppe hoch machen. Im Grunde was anderes bleibt mir fast gar nicht übrig, ne? Ich will den Zaun aber nicht abreißen. Ich fand den so schön. Nein. Warte mal. Komm, machen wir mal Billia. Wahrscheinlich habe ich davon auch noch zig Millionen irgendwo rumfliegen, aber... Ich will jetzt nicht irgendwo suchen gehen. Oh, hätten wir da auch wieder... Naja, könnte noch okay sein, wa? Ja. So, vom Abstand her passt es schon, oder? Der Zaun ist zwar völlig sinnlos, aber hier hätten wir eine kleine Wand.
Aber setzen wir den Zaun einfach dahin? Obwohl, hier kann man ja einfach runtergehen, wa? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Oh, mal kurz hier raus. Ich bin zu groß. So, okay. Dann müssen wir hier nochmal abstützen und dann kommen wir da oben raus. Der war gut. So, und dann, zack, sind wir oben. Geht, oder? Kann man das so lassen? Mal die Unterseite jetzt in diesem Mangroven- oder Zypressenholz machen? Ich komme hier langsam nicht mehr klar. Wo geht es hier runter? Haben wir noch Zypressen da? Wenn nicht, haben wir die da drüben ja gepflanzt, ne? Aber sieht bestimmt gar nicht schlecht aus, wenn die Treppe da zweifarbig ist. Zypresse habe ich genau drei Hölzchen noch. Ist ja nicht gerade viel, was wir davon noch haben. Dich haben wir auf jeden Fall drin. Dich bestimmt auch. Dich nicht. So, drei Brettchen ist ein bisschen wenig. Holen wir uns lieber mal eine Zypresse. Wo ist unsere schöne Axt? Hier. Müssen wir schon wieder Bäume fällen. Obwohl ich die Bäume da echt cool finde. Ich lasse die mal stehen und nehme mal die da hinten weg. Wachst mal ein bisschen. Sind bestimmt zu eng, oder? Oh, Kartoffeln haben wir auch schon wieder ganz viele. Das sollte ja dann normalerweise schon reichen. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Irgendwie auch cool aus. Ich finde, das sieht gut aus. Irgendwie. Wenn es noch eine Etage höher ist, kommt das bestimmt gut rüber. Nein, ich wollte Slabs machen. Sechs reichen nicht, oder? Ich glaube, wir brauchen mindestens noch mal sechs. Zack, zack. Sieht so fast besser aus, wa? Machen wir mal noch. Wie viel brauchen wir? Drei oder so, wa? Zwei. Kriegt trotzdem nur 6. So sieht es schon ganz gut aus. Und wenn man das jetzt von der Seite kriegt, das auch ruf? Nee. So, von hier müsste es raufkriegen. Ja, mal gucken. So. Und plötzlich hatte ich ein Brett vom Kopf. Jetzt fehlt nur noch einer. Ja. Finde ich gut mit der weißen Begrenzung. Ja, das sieht schon cool aus. Vor allem, wenn ich von hier gucke, sieht es weiß aus, ja. Ah, das Brettchen hier unten. Ach, jetzt spinnt die Maus wieder.
Zack. So. Kann man so lassen, oder? Kann man so lassen. Auch wenn ich das jetzt fast ein bisschen blöd finde hier. Mann, was ist denn los? Frosch im Hals hier. Überlege gerade, ob ich die Treppe komplett eins hier hinziehe, aber ich finde das mit dem Zaun halt auch noch cool da. Obwohl der jetzt nicht mehr die Wirkung hat. Nur wir müssen ja irgendwie hochkommen. Nein. So, das flimmert wieder ein bisschen, ist egal, aber sonst finde ich das ganz schön. Dann müssen wir nur noch wieder Ziegel brennen, damit wir hier oben halbwegs eine Mauer hinbekommen. Oder Wände hinbekommen. Ja, ich denke mal, so lassen wir es. Autsch. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Falls ihr Änderungswünsche habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann kann man darauf eingehen. Mit dem Zaun, ich weiß nicht. Ich will den nicht wegnehmen. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch wenn der keinen Sinn mehr hat. Das würde auch gut aussehen für außen, wenn man so eine. Huch. Treppe nach unten hätte. Würde es ganz gut aussehen. Dass man die Treppe nach unten gar nicht drinne hat, sondern vielleicht hier draußen. Und dann mit so einer Abzäunung. Was haben wir denn auf der Seite? Nur ich will jetzt auch nicht alles umbauen. Trotzdem mal die Machbarkeit gucken. So, den kann man mitnehmen. Aber jetzt hier so ein kleines Podest raus haben. Und hier die Treppe nach unten gehen und dann hier rein. Könnte auch gut aussehen. Könnte. Wir würden halt nur hier die Kisten denn wegnehmen müssen. Dass wir hier so ankommen ungefähr. Irgendwie finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Viere. Das wäre sozusagen hier. Hier müssten wir schon runtergehen. Ich probiere jetzt nur mal was. Einfach nur mal gucken, wie es aussieht. Ich würde mir aber noch ein paar Carpenter-Blöcke holen, damit wir das schnell wieder abgerissen bekommen, wenn es nicht gut aussieht. Einfach mal so eine Testtreppe machen. So, haben wir hier noch Carpenter-Blöcke drin? Ja. Die nehmen wir uns auch mal mit. Wusste doch, dass wir noch genug Stufen irgendwo rumliegen haben. Und denn, dass wir hier rauf. Ja. Warum nicht? Sag ich mal. Warum nicht? So, machen wir jetzt hier erstmal so ein simples Podest. Vielleicht sogar noch eine raus. So. Aber jetzt hier, glaube nicht, dass wir da vernünftig runterkommen, oder? Das wird zu groß. Das wird auch zu groß. Machen wir mal so. So.
So. Das ist die Außenwand hier, ne? Ja. Dann müssten wir jetzt hier dieses Podest haben. Ich kann wieder meine Maus nicht bewegen. Das Mausrad will wieder nicht. So. Ach komm, hör doch auf, ey. Wir hatten gerade in der ersten Folge noch Regen. Und jetzt regnet es schon wieder. Gut, dass wir Nacht haben und gleich schlafen gehen können. Und das regnet nicht mehr rein. Ist doch auch schon mal was. Ach ja, schlafen wäre jetzt auch schön. Ah, ich gewöhne mich langsam dran. Ne? Und dann könnte man vielleicht die Treppe auch noch ein bisschen weiter dahin schieben, dass man... Na, mal gucken. Ich finde die Idee mit der Außentreppe gar nicht schlecht im Keller. Wir haben ja hier die Treppe, die kommt ja von unserer Veranda. Und die Kellertreppe würde dann hier reingehen. Auch wenn meine Schippe gleich kaputt geht. Ich bin mir ganz sicher. So, da hätten wir das Podest. Könnten wir eigentlich schon eine neue Schippe bauen, ne? Na. Kann ich machen. Habe ich Eisen bei 2 Stück nur. Mhm. Läuft gut. Eisen haben wir hier nicht mehr, war nie. Wir haben hier auch die ganzen Zertusquarze noch. Ja. Vielleicht sollte ich mir sogar eine Tür hier irgendwo rausbauen, dass ich hier dann gleich rüber kann. Würde auch ein bisschen Weg sparen. So, Eisen. Für eine Schippe hätte ein Eisen gereicht, oder? Irgendwas wollten wir bauen. Nö, schade. Was wollten wir denn bauen? Das habe ich bestimmt drinne gelassen, dass ich beim nächsten Mal genau weiß, was wir bauen wollten. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es aber drin. Sieht interessant aus. Dann machen wir uns eine Schippe da drüben. Was wollte ich denn bauen? Mit der Axt da oben drin, das kann ja dann nur so... So der Holzfäller-Dingsbums sein, ne? Was wir bauen wollten. Gut, Sticks habe ich natürlich auch keine mehr. Warum auch? So. Gut, dass wir rübergerannt sind, Eisen holen. Wir hätten die Schippe nie geschafft, ohne das frische Eisen. Nie. So. Jetzt geht's hier runter. Vielleicht sollte ich von der anderen Seite jetzt buddeln, weil ich gar nicht weiß, wie tief wir müssen. Da haben wir hier unten drin die ganzen Bücher. Okay. Kommen natürlich nicht durch. Und wir haben so viel Plunder in der Tasche. Machen wir mal hier kurz die Sachen rein. Die Eimer brauchen wir jetzt auch nicht. Den einfachen Hammer brauchen wir auch nicht. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Den Slab auch nicht. Auf dass die nächste Kiste zugemüllt wird. So. Zack, zack. Ganzen Bücherkram hier weg. Das war dabei. Okay. Dann kann die Kiste nämlich schon mal weg. Ja. Ich kann meine Maus wieder nicht bewegen. So. Ja, die Planung hat ja fast geklappt, wa? Lief ja fast gut. La 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 la. So. So wollte ich das nämlich machen. Dann wollte ich hier hin. Und dann muss natürlich das Podest hier hin. Das ist ja ganz klar. Und dass wir schon 30 Minuten haben, ist natürlich auch
Das wird eine ganz schön riesige Treppe jetzt gerade, oder? Na gut, aber ich würde sagen, wir machen mal für heute Schluss. Ich glaube, 30 Minuten ist lang für eine Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, falls ihr einen Tipp habt oder so, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich darauf. Und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.